Als ein Junge mit einer Hundephobie gezwungen wurde, einen Hund zu füttern, war er mehr als erschrocken. Er hatte Hunde gehasst, seit er sehr jung war. Doch als der Junge in Gefahr geriet, belohnte ihn der Hund auf die unglaublichste Weise. Lukas war ein ganz normaler Junge. Mit seinen 11 Jahren war er in all den üblichen Dingen verwickelt, die Jungen in seinem Alter mögen. Sport, Spiele, mit Freunden zusammen sein, herumtollen. Er liebte es, auf Bäume zu klettern, Wälder zu erforschen und seine Fantasie zu nutzen, um die lustige und aufregende Welt aller Kinder zu durchreisen. In den meisten Dingen war Lukas wirklich ein Junge wie viele andere. Aber es gab einen großen Unterschied. Er hatte große Angst vor Hunden. Es mag dir oder mir seltsam vorkommen, dass Lukas solche Angst davor hatte. Hunde gehören zu den freundlichsten, liebevollsten, treuesten und lustigsten Tieren, die es gibt. Und sie eignen sich hervorragend als Haustiere. Es ist kein Wunder, dass sie zu den häufigsten Tieren gehören, die von Menschen gehalten werden. Für die meisten Tierliebhaber auf der ganzen Welt sind sie die erste Wahl. Doch für Lukas waren sie furchterregend. Egal, ob es sich um große oder kleine Hunde handelte, er konnte es nicht ertragen, in ihrer Nähe zu sein. Allein der Anblick eines Hundes ließ seinen Herzschlag in die Höhe schnellen und Schweiß auf seiner Stirn entstehen. Er ging aus dem Weg, um nicht an einem Hund vorbeizugehen, selbst wenn er angeleint oder hinter einem Zaun war. So viel Angst hatte er. Aber was war der Grund für diese Abneigung? Woher kam die Angst? Nun, die Antwort lässt sich zurückverfolgen, als Lukas 5 Jahre alt war. Damals lebte er mit seiner Mutter zusammen und der Nachbar hatte einen Rottweiler, der ständig bellte, wenn jemand im Garten war. Lukas ging nach draußen, um auf der Schaukel oder der Rutsche zu spielen und hörte das ständige Bellen. Es war ein freundlicher Hund, der einfach mitspielen wollte, aber er war einschüchternd und sah viel bösartiger aus, als er war. Eines Tages ließ der Nachbar den Rottweiler auf den Hof, wo er neugierig durch den Zaun spähte, während Lukas spielte. Doch plötzlich brach eines der Zaunelemente und der große Rottweiler konnte hindurchschlüpfen. Er sprang auf Lukas zu, bellte und sabberte vor Aufregung. Lukas war außer sich vor Angst und kletterte auf die Spitze der Rutsche, wo er dem Hund aus dem Weg ging. Eine halbe Stunde lang blieb Lukas dort oben gefangen, weinte und hatte schreckliche Angst, während der Rottweiler bellte und immer wieder von unten hochsprang. Wie du sicher sehen kannst, ist die Abneigung des 11-jährigen Lukas gegen Hunde also wahrscheinlich doch begründet. Lukas und seine Mutter lebten in einem Ort außerhalb der Stadt. Aber jeden Tag fuhren die beiden in die Stadt, um Lukas' Tante ihr Mittagessen zu bringen. Sie arbeitete in einem großen Gebäude und hatte einen Job, der sie sehr beschäftigte. Zum Glück war er gut bezahlt. Sie schickte Lukas und seiner Mutter oft Geld, da sie eine sehr enge Familie waren. Deshalb waren sie mehr als glücklich, ihr jeden Tag das Essen zu bringen. Aber es gab ein Problem. Bruce. Bruce war der Hund von Lukas' Tante und er saß jeden Tag an der Tür zu ihrem Büro. Er hatte sein eigenes Bett, sein Futter, seinen Wassernapf und beobachtete, wie die Welt an ihm vorbeizog, während Frauchen arbeitete. Niemand hatte etwas dagegen, dass Bruce im Büro saß. Er gehörte quasi zur Einrichtung und war das Maskottchen der Firma. Aber das Problem kam, als Lukas das Essen seiner Tante ausliefern musste. Er hasste es, sich dem Büro zu nähern, denn er wusste, dass Bruce dort wartete. Während der Hund ruhig und gelassen wirkte, war er in Lukas' Augen ein gefräßiger Killer, der ohne Vorwarnung angreifen könnte. Manchmal lockten andere Arbeiter im Büro Bruce weg, damit Lukas vorbeigehen konnte, aber als er älter wurde, musste Lukas lernen, wie er selbst mit dem Hund umgehen konnte. Er fing an, ein kleines Stück Fleisch für den Hund in den Flur zu werfen. Bruce, der sich über den Happen freute, rannte hinterher, verschlang es freudig, woraufhin Lukas vorbeischlüpfte und das Mittagessen seiner Tante ablieferte. Das ging so weit, dass es zur Routine wurde. Jeden Tag kam Lukas und warf Bruce etwas Fleisch zu, um ihn zu vertreiben, lieferte das Mittagessen ab und ging wieder. Das ging immer so weiter, bis Bruce anfing, sich auf Lukas' Besuch zu freuen und jedes Mal einen leckeren Happen erwartete. Lukas hatte in Bruce ungewollt einen guten Freund gefunden und während der Junge weiterhin Angst vor dem Hund hatte, liebte Bruce Lukas' Besuche. Eines Tages wurde diese Routine jedoch über den Haufen geworfen. Als Lukas seiner Tante das Essen brachte, sagte sie ihm, dass sie nur die Hälfte des Tages arbeitete und bald wieder nach Hause gehen würde. Sie fragte ihn, ob er und seine Mutter nicht noch einen Spaziergang machen wollten, um sich zu unterhalten.
So sehr Lucas seine Tante auch liebte, bedeutete das, dass Bruce auch mitkommen würde. Aber seine Mutter war trotzdem einverstanden. Es war beschlossene Sache. Lucas würde in der Nähe des großen, furchterregenden Hundes spazieren gehen müssen. Und so machten sie sich auf den Weg durch die Straßen in Richtung des nahegelegenen Parks. Lucas' Mutter ging Seite an Seite, obwohl Lucas auf der gegenüberliegenden Seite von Bruce blieb. Er blieb ganz nah bei seiner Mutter und spürte, wie sein Herz schlug. Und nicht nur das. Es waren auch noch andere Hunde im Park, die herumliefen und Spaß hatten. Das war wirklich ein Albtraum-Szenario für den armen Lucas. Aber es sollte noch viel schlimmer kommen. Als sie am Fluss entlang gingen, wurde Bruce plötzlich aufgeregt und hüpfte auf Lucas zu, um mit seinem neuen besten Freund zu spielen. Das erschreckte den ohnehin schon müden Jungen, der vor dem herannahenden Hund zurücksprang. Lucas' Tante packte Bruce am Halsband, bevor er ihm zu nahe kam, aber da war es schon zu spät. Lucas war gestolpert und rückwärts in den Fluss gefallen. Er landete mit einem Platscher und sofort war klar, dass etwas nicht stimmte. Der Junge konnte nämlich nicht schwimmen. Egal wie sehr er mit Armen und Beinen herumfuchtelte, er hatte Mühe, sich in dem tiefen Wasser über Wasser zu halten. Lucas' Mutter und Tante waren außer sich vor Angst und befürchteten, dass dies das Ende des Jungen sein würde. Doch ohne zu überlegen, sprang Bruce in den Fluss und folgte dem Kind. Er landete mit einem Platschen auf seinem Kopf und tauchte für einige Sekunden unter Wasser. Als er wieder auftauchte, paddelte er schnell und zielsicher auf den zappelnden Jungen zu. Lucas suchte nach irgendetwas, woran er sich festhalten konnte, und als der große und starke Hund zu ihm paddelte, legte er ihm die Arme um den Hals und hielt sich fest, während Bruce zurück zum Ufer schwamm, wo seine schreiende Mutter und Tante warteten. Lucas war sich nicht sicher, was vor sich ging. Alles war wie in Zeitlupe abgelaufen und er wusste nur, dass er bis auf die Knochen durchnässt war und in eiskaltem Wasser war. Er wusste, dass dort jemand war, der ihm helfen wollte, aber er wusste nicht, wer es war und es war ihm auch egal. Das Einzige, was in diesem Moment zählte, war, dass er über Wasser blieb und nicht ertrank. Wäre er untergegangen, wäre wohl alles vorbei gewesen. Lucas' schockierte Tante und Mutter zogen den hustenden Lucas aus dem Wasser, nahmen ihn in die Arme, bevor sie auch Bruce aus dem Wasser hoben und sich darüber freuten, wie tapfer er war. Lucas drehte sich mit einer plötzlichen Erkenntnis langsam um und erkannte den riesigen Hund, der ihm gerade das Leben gerettet hatte. Plötzlich wirkte Bruce gar nicht mehr so furchteinflößend. Lucas fand sogar, dass Bruce ein recht freundliches Gesicht hatte. Er streckte ihm seine zitternde Hand entgegen und streichelte den Hund, der sich freudig in die liebevolle Berührung hingab. Und einfach so verschwand Lucas' Phobie auf magische Weise. Dank Bruce sah er, dass nicht alle Hunde böse sind und dass die meisten einfach nur spielen und Liebe und Zuneigung bekommen wollen. Es war, als ob Bruce sich jeden Tag für Lucas' Freundlichkeit revanchieren würde. Trotz des tragischen Ereignisses war es eine süße und rührende Veränderung in Lucas' Einstellung, die sein ganzes Leben zum Besseren verändert hat. Was hältst du von der besonderen Geschichte? Kannst du Lucas' Angst vor Hunden verstehen? Hattest du schon Angst vor Tieren? Wie immer freuen wir uns über deine Meinung.